Ich begrüße euch zu einem neuen Money Talk. Und dies ist eigentlich das einzige Video, das du angucken musst, wenn du dich um deine Geldanlage kümmern willst. Aber das kann ich natürlich nicht so laut sagen, denn dann müsstet ihr ja überhaupt keinen Money Talk mehr gucken. Und das solltet ihr ja eigentlich doch tun. Aber ich habe euch heute einen Gast eingeladen, der uns das jetzt aufklären wird. Und es ist Gerd Kommer. Schön, dass du da bist, Gerd. Freut mich sehr, Carola. Wir werden nachher klären, was es damit auf sich hat, dass man eigentlich nur dieses Video gucken muss und dann mit seiner Geldanlage schon so gut wie fertig ist. Aber wir wollen uns erstmal ein bisschen über den Markt unterhalten. Da haben wir ja jetzt so eine Art Sommerflaute. Also keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Vielleicht weißt du es. Ja, das ist richtig. Also ich denke mal, die Sommerflaute ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Wir wissen, dass Januar der sozusagen attraktivste Monat überhaupt ist an den Börsen. So war es zumindest in den letzten 100 Jahren. Und statistisch betrachtet ist natürlich in jedem Januar so. Ich denke, dass die großen Einflussfaktoren, nämlich Geldpolitik der Zentralbanken, der Ukraine, Russland-Krieg, das sind, glaube ich, die zwei allerdicksten Brummer, da hat sich inzwischen so eine Informationslage eingependelt, wenn man so will, die einigermaßen klar ist. Aus Corona kommt auch nichts, keine Ungewissheit mehr. Und dann ist es vielleicht gar nicht so überraschend, dass jetzt erstmal in den Aktienmärkten gar nicht so viel passiert, wenn man, wie gesagt, den Ferienfaktor noch hinzuzieht. Also die Bewertungen im globalen Aktienmarkt, die sind jetzt auch nicht extrem hoch oder extrem niedrig, sondern irgendwo im Normalbereich. USA ein bisschen höher als anderswo, anderswo ein bisschen niedriger sozusagen. Also insofern ergibt das Bild, dass es im Moment so ein bisschen alles seitwärts läuft, für mich keine allzu große Überraschung. Aber das klingt ja ganz so, als wenn dann die Börsianer alle wieder aus den Sommerferien kommen und es einfach auf dem Weg nach oben weitergeht. Denn wir haben ja jetzt trotz dieser großen Brocken, wie du sie nennst, mit den Problemen, haben wir eigentlich ja positive Börsen gesehen. Wo könnte denn deiner Meinung nach ein Störfeuer herkommen? Also positive Börsen, da würde ich noch so ein ganz kleines Fragezeichen hinmachen. Wenn man in Euro rechnet, ja. Wenn man in Dollar rechnet, nicht, weil, sagen wir mal grob gesagt, in den letzten 6 Monaten der Euro gegen den Dollar deutlich aufgewertet hat. Für einen Amerikaner, also für einen deutschen Anleger, der natürlich in Euro rechnet, ist das vorteilhaft. Und insofern, also für die Amerikaner sieht sozusagen der Weltaktienmarkt nicht so günstig aus wie für uns im Moment. Okay, aber nichtsdestotrotz, also Störfeuer, wir haben weiterhin von den Notenbanken die Auskunft, dass es jetzt vielleicht eine Zinspause ist, aber dass es weiter auf dem Weg nach oben geht. Auch die Frau Lagarde hier in Europa sagt ganz klar, sie will die Inflation in den Griff bekommen und insofern wird es wahrscheinlich weitere Zinsanhebungen geben. Es gibt überhaupt keine Aussicht, dass in dem Ukraine-Konflikt irgendwo eine Lösung in Sicht ist. Also das heißt, die negativen Faktoren sind ja weiterhin gegeben. Aber an der Börse ist es ja auch so, dass eigentlich immer das, was bekannt ist, für die Börse keine Rolle mehr spielt. Also deshalb nochmal die Frage, kann irgendwo aus einer anderen Ecke ein Störfeuer kommen? Also du hast die Faktoren schon zusammengefasst, ne? Dass es weiter zinsmäßig nach oben gehen wird, ist zu erwarten. Das ist wahrscheinlich schon eingepreist, dass die Inflation aufgrund der fallenden Rohstoffpreise tendenziell nach unten geht. Das ist auch bekannt und eingepreist, dass aus dem Ukraine-Russland-Krieg nicht der Weltuntergang kommen wird. Das ist, glaube ich, jetzt die allgemeine Sichtweise. Ja, dieser Krieg kann noch sehr lange dauern, aber dass er nicht zum Dritten Weltkrieg führen wird, ist wahrscheinlich irgendwo so die Mehrheitsmeinung jetzt, ist auch meine Meinung. Also so irrational und schräg die Russen und spezifisch Putin da vorgehen, so viel Verstand haben sie dann, dass sie keine Nuklearwaffen da einsetzen werden. Auch in China hat so eine gewisse Normalisierung eingesetzt, hat man das Gefühl und so weiter. Also insofern, klar, wenn neue Überraschungen kommen, die wir definitionsgemäß nicht wissen und kennen können, dann wird sich irgendwas ändern. Aber alle wichtigen Stellhebel sind meines Erachtens
irgendwo im neutralen Bereich. Und insofern ist es eben nicht verwunderlich, dass wir seit ein paar Monaten keine so ganz großen Bewegungen mehr gesehen haben im Aktienmarkt. Ich habe es ja am Anfang gesagt, es ist eigentlich das einzige Video, was man gucken muss, um mit seiner Geldanlage voranzukommen. Und das wollen wir jetzt natürlich auch auflösen. Aber bevor wir das machen, möchte ich gerne euch allen mein Buch ans Herz legen. Ihr kennt das schon. Ihr könnt hier das Video anhalten und dann diesen QR-Code scannen und mein Buch runterladen, den Börsen-EQ. Da geht es um Börsenpsychologie. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man seine Finanzen im Griff haben möchte, dass man eben auch seine Gefühle im Griff hat an der Börse. Und das lernt man hier in diesem Buch. Also einfach mal runterladen. Aber jetzt kommt die Auflösung und die ist relativ einfach. Du hast einen eigenen ETF aufgelegt und der beinhaltet sozusagen deine ganze Strategie. Worum handelt es sich da genau? Ja, richtig. Also am 21. Juni vor 3 Wochen knapp haben wir zusammen mit Legal & General, das ist ein großer britischer Asset Manager, der in Deutschland auch im ETF-Markt mit 45 plus ETFs präsent ist, aber nicht ganz so natürlich so bekannt ist wie DWS Xtrackers oder iShares, BlackRock und so weiter, haben wir ein Weltportfolio-ETF aufgelegt. So könnte man sagen, ich habe ja vor 20 Jahren in einem Buch den Begriff Weltportfolio geprägt, sozusagen eine einfache Umsetzung von einigen gut etablierten wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Investieren, streue global, nutze Indexfonds, steuere das Risiko über die Beimischung einer risikofreien Anführungszeichen gesetzt, also risikoarmen Anlage, das sind High-Quality-Anleihen und gehe nicht allzu häufig rein und raus, praktiziere Buy and Hold, halte die Füße still, schaue auf die lange Distanz, also schrägstrich Buy and Hold und so weiter. Und dann wirst du damit ganz ordentlich verdienen können, ohne allzu viel Arbeit zu haben, ohne Einzelaktienanalysen durchführen zu müssen, wenn dir das wichtig ist, also im Sinne von Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Und das sind ja im Grunde genommen die wichtigen Punkte, die du gerade angesprochen hast, die man eigentlich beachten sollte, wenn man eine solide Geldanlage aufbauen möchte. Und die sind nun alle in diesem ETF drin. Aber das klingt für mich erstmal so ein bisschen auch, als wäre das sowas wie so ein MSCI World. Also was ist denn daran anders? Gutes Stichwort. Also Dinge verstehen kann man meistens sehr gut, wenn man das, was man schon kennt, quasi zum Ausgang nimmt und einen Vergleich damit anstellt. Und das ist der MSCI World in dem Fall. Den Index kennt jeder. MSCI World ETFs sind sehr gut bekannt, haben auch sehr gut funktioniert, haben sehr gut funktioniert. MSCI World ETF Investments auf Buy-and-Hold-Basis in den letzten 10, 15 Jahren. Vor allen Dingen, weil die USA als regionaler bzw. nationaler Aktienmarkt in diesen letzten 15 Jahren exorbitant gut gelaufen sind. Also vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Ländern, im Vergleich beispielsweise zu Deutschland, im Vergleich zu Australien und so weiter und Schwellenländern gut gelaufen sind. Und weil der US-Sektor natürlich auch, sagen wir mal, tech-lastig ist, growth-lastig ist, also wachstumsaktienlastig ist. Und diese Segmente in Branchensicht und regionaler Sicht sind eben in den letzten 10, 15 Jahren gut gelaufen. Das hat aber auch dazu geführt im Ergebnis, alle guten Dinge haben halt zwei Seiten, dass amerikanische Aktien und Tech-Aktien heute relativ zum restlichen Weltaktienmarkt hoch bewertet sind. Und dann stellt sich natürlich die Frage, will man so ein Bewertungsrisiko, man könnte auch sagen Klumpenrisiko, die USA machen 67% im MSCI World aus als einzelnes Land, das muss man sich mal vorstellen. Und die anderen, ich glaube, 23 Länder, 22, 23 Länder, die noch im MSCI World drin sind, machen zusammen gerade mal 33% aus oder sowas. Und also das versucht unser ETF alles zu adressieren, indem er diese Klumpenrisiken, USA, Klumpenrisiko, Einzelwerte, man muss sich vorstellen, Apple macht über 5% im MSCI World aus als Einzelaktien. Ne? Das ist schon, also das kann man eigentlich nicht mehr als passives, breit gestreutes, diversifiziertes Investment betrachten, sondern das ist fast schon ein bisschen Stockpicking. Wer Apple mag, für den ist das okay, aber wenn man eben, sagen wir mal, passiv investieren will, dann will man eigentlich keine Einzelwertrisiken in der Größenordnung. Ja, und dann gibt es noch ein paar andere Dinge, die wir anders machen als der MSCI World. Aber der MSCI World ist sozusagen die Benchmark, die Vergleichsmarke,
Wir wollten halt einfach ein paar Sachen besser machen, als es im MSCI World der Fall Ihr habt ist. auch Schwellenländer eben dann mit drin. Also die Länder sind etwas anders gewichtet. Amerika, dann entnehme ich dem nicht so hoch gewichtet. Und eben, man hat in diesem ETF, wie viele Aktien sind denn da überhaupt drin? Man hat also die ganze Welt abgebildet, eben auch mit Schwellenländern. Genau. Also die ganze Welt, das war unser Ziel abzubilden, Schwellenländer und Industrieländer. Wenn man die Börsen hernimmt, sind das dann so knapp 50 Länder. Ne? Also streng genommen sind es eigentlich mehr, weil sagen wir jetzt mal, Telekom-Unternehmen in Tansania wird sich natürlich in Südafrika listen lassen, weil die tansanische Börse viel zu klein ist, so zu unattraktiv, zu illiquide ist. Und das zählt dann als südafrikanisches Unternehmen. Aber wie auch immer, also es ist der ganze Globus drin, insbesondere Schwellenländer. Die USA sind runtergewichtet von 67% beim MSCI World auf 45%. Wir haben so ein Cap eingeführt. Eine Aktie kann nicht mehr als 1% ausmachen, also nicht 5% wie im MSCI World im Falle von Apple. Und vor allen Dingen, das ist vielleicht noch ein besonders wichtiger Unterschied zum MSCI World, wir gewichten sogenannte Faktorprämien. Smart Beta Investing ist vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer ein Begriff. Diese Faktorprämien, die übergewichten wir. Der Sinn von Factor Investing ist etwas, mehr Rendite zu produzieren gegenüber dem allgemeinen Aktienmarkt auf lange Sicht. Das hatten wir ja auch schon mal hier im Money Talk besprochen. Also wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen will, einfach das letzte Interview, das wir geführt haben, nochmal angucken. Da sind wir ja auf dieses Faktor-Investing auch etwas genauer eingegangen. Ihr habt zwei Versionen des ETF aufgelegt. Einmal thesaurierend und einmal ausschüttend. Warum? Ganz einfach, weil es eine Mehrheit gibt von Privatanlegern, die thesaurierende ETFs bevorzugen in der Assetklasse Aktien. Ich persönlich bin die, Entschuldigung, ausschüttende ETFs bevorzugen, weil die Dividendenrendite liegt so bei 2,5% für einen Weltaktienindex. Ich bin ein großer Fan von thesaurierenden ETFs, wenn man da halt sozusagen wenn man die Ausschüttung nicht verbraucht, dann hat man ja keine Kosten für das Reinvestment, es ist bequemer. Man ist auch nicht in Versuchung geführt, die Ausschüttungen zu verballern und so weiter. Aber wie gesagt, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden und beides ist gleich gut. Steuerlich gibt es inzwischen fast keinen Unterschied mehr. Ja, geht ja alles ein bisschen schneller, wenn man das Ganze thesauriert und dann eben sein Vermögen aufbaut. Aber ich denke gerade auch vielleicht für etwas ältere Anleger, die dann sagen, ich möchte von meinen Erträgen leben, die sind dann vielleicht für den Ausschüttenden zu begeistern. Apropos Kosten, wie sieht es da bei euch aus mit den ETFs? Was kostet es? Ach, das Kostthema, genau. Gibt es das? Das gibt's. Nichts auf der Welt ist umsonst. Also unser ETF kostet 0,5% TER, Total Expense Ratio oder laufende Kosten, wie es auf Deutsch heißt. Ja, das ist teurer als bei einem MSCI World, aber unser ETF ist eben auch wesentlich breiter aufgestellt. Also ich hatte es vorhin schon angedeutet, Schwellenländer sind mit drin in diesem All-in-One-Produkt. Wir haben auch Small Caps drin. Das ist auch nicht der Fall im MSCI World. Das heißt also, wir bilden die Welt AG. Ich benutze jetzt mal diesen Begriff, der ist schön plastisch und vermittelt, worum es eigentlich gut geht, sehr gut. Die Welt AG, die Weltwirtschaft, wer die im Portfolio haben möchte, der ist halt mit unserem ETF besser aufgestellt, breiter aufgestellt, hat nicht diese Klumpen. Und das alles abzubilden, also Small Caps und Schwellenländer und die anderen. Ich nenne es jetzt mal Gimmicks, ein bisschen despektierlich, aber das sind lauter sinnvolle Sachen. Das alles abzubilden, das ist halt ein bisschen aufwendiger als bei einem 0815 MSCI World Index ETF und deswegen kostet unser ETF auch etwas mehr. Aber im Vergleich zu wirklich vergleichbaren Produkten, anderen sogenannten Multifactor ETFs, ist das die normale preisliche Größenordnung. Aber das war ja die Frage vorhin auch, wie viele Aktien sind denn in diesem ETF drin, dass man mal eine Vorstellung Ja, hat? genau, das habe ich verpasst. Entschuldigung, gut, dass du nochmal nachhakst. Der Index selber bildet 5.000 Aktien ab von rund 10.000. Wenn ich die Zahl 10.000 für den Weltaktienmarkt sage, dann geht mir im Hinterkopf immer rum, das sind ja eigentlich gar nicht so viele. Ne? 10.000 Aktien im gesamten Weltaktienmarkt, 99% jedenfalls davon abbilden. Oder über 99%. Aber so ist es halt in den USA 5.000, in Deutschland zum Beispiel so etwa 500. Die 40 größten sind der DAX. Also von diesen 10.000 haben wir 5.000 im Portfolio. Nochmal der Vergleich zum MSCI World, der hat nur 1.600. Und die meisten ETFs, das ist vielleicht auch noch eine wichtige Information, breit gestreute Indizes abbilden, die kaufen sie ja nicht alle Aktien in dem Index, weil das
wirtschaftlich gesehen, ökonomisch gesehen ineffizient wäre. Man würde relativ hohe Kosten verursachen, sogenannte Transaktionskosten für Kaufen, Verkaufen. Und wenn man eine repräsentative Stichprobe, eine große repräsentative Stichprobe nimmt, die sich risiko- und renditemäßig genauso verhält wie die Grundgesamtheit, nämlich der gesamte Index, dann ist das wesentlich preisgünstiger. Also man spart Kosten und hat trotzdem im Prinzip die gleiche Diversifikation, das gleiche Rendite-Risikoverhalten. Und bei uns bedeutet das in dem ETF, dass 2000 Aktien von diesen 5000 abgebildet werden bei einem MSCI World ETF. Da kommt es dann drauf an, es gibt ja 20 oder sowas, da ist es auch meistens in der Regel nur ein Teil, also nicht die ganzen 1600, sondern die Hälfte, 800 oder teilweise noch weniger. Ja, Gerd, danke, dass du das mitgebracht hast, das Produkt. Ich hänge mal alles in die Shownotes, dass ihr da also euch auch weiter informieren könnt. Und um das Ganze noch vielleicht rund zu machen, wenn ihr das jetzt wirklich ganz einfach haben wollt, dann einfach einen Sparplan und das Ganze dann monatlich besparen. Und dann müsst ihr euch nie wieder um euer Geld kümmern. Aber ihr guckt bitte trotzdem weiterhin in die Money Talks, denn das wäre natürlich schade. Ihr habt dann ja auch mehr Zeit, euch mit Aktien zu beschäftigen, aber ihr müsst euch nicht mehr drum kümmern. Also Gerd, danke dir, dass du uns den ETF vorgestellt hast. Danke, dass du da warst. Ihr alle, wenn ihr das erste Mal im Money Talk seid, lasst ein Abo da und wir hören uns ganz bald wieder. Ich wünsche erstmal einen schönen Tag und einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bye, bye.